Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Persona 5. Ich bin Simon Simafix. Beim letzten Mal, ja, hat auch unser guter Maxi Shepard, Dragonel sind wir inzwischen, hat herausgefunden, wer der ist, der sein Leben zerstört hat. Shido-san ist der, der dafür verantwortlich ist, dass wir hier ein Vorstrafenregister bekommen haben und uns angeschuldigt hat, die ganz am Anfang, ihr wisst, was ich meine, wo wir die Frau vor ihm gerettet haben. Shido, der unser Leben zerstört hat, ist auch der hier wahrscheinlich hinter den Zusammenbrüchen der Menschen steht und mit seiner hier Gruppenmachenschaften hier das Leben der Menschen vernichtet. Deswegen werden wir ihn stoppen. Erstens bei meiner Schuluniform. Genau, morgen gehen wir mit der Schuluniform, damit wir wissen, wie es aussieht. Wir gehen morgen nämlich zum Dyer Building. Es wurde mal gefragt, an welches Gebäude er denkt. Und das Dyer Building. Ich wusste halt nicht, was das Dyer Building ist. Das ist der Diet Building. Aber im Endeffekt ist es, haben wir auch informiert, dass es im Endeffekt sowas wie der Bundestag im Endeffekt. Also, wo eben die Regierung sitzt. Muss man nicht unbedingt wissen. Aber jetzt wissen wir es. Auch wieder was gelernt. Leute, jetzt schlafen wir mal. Morgen gehen wir zum Dyer Building und finden heraus, was für ein Dungeon in Shido steckt. Dort ist es. Und dort gehen wir morgen hin. 3%. Komm, die 3%, ihr seid meine besten Freunde. Ihr glaubt noch an uns. Und morgen werden wir ihn für seine Machenschaften bezahlen lassen. Denn wir werden morgen in seinen Palast gehen und die Sache beenden. Oh, jeder schreibt uns hier nochmal. It's not true that the Fanfist leader died, right? Everything fine. Thank goodness. There's no way the Fanfist could be defeated. Man, it's such a relief to hear things, okay? Well, if you need to anything, I'll be at the arcade. Schön, wie nochmal alle uns kontaktieren, Mann. Diese Kräfte geben uns die Stärke, weiterzumachen. Genau wie es uns Igor damals schon gesagt hat. Security guards became suspicious of us last time, so we can't stay here for long. But we still have no hit. Think it's a barrier after all? Where'd your enthusiasm from yesterday go? Ah, shut up. The real game starts at 2 outs. Enough chatting. You should only be thinking about the keyword. The citizens are secondary. He only cares about his own well-being and that of his lackeys. He wants to become Prime Minister, even if it means trampling on others. Fortune, rich people. Hey, can you think of anything based on what you've heard from him? Just try saying anything. It doesn't matter if you guess. Incompetent fools like you just need to shut your mouths and follow where I steer this country. Steer? It was a match? What? The Diet Building's a ship? What kind of scenery will that be? The actual building's on land! I can't even begin to imagine what it will be like. Well, whatever it is, looks like there are no barriers. Oh, shut up! Let's hurry up and go in! Are we clear of the guard's sight? Get closer to the wall, just in case. All right, do it. Hmm.
Wait! Hey! How's it look over there? See anything? Nah, it's totally normal. I'll check it out. Huh? What the heck? What's up, Futaba? Futaba? Hmm? What is it? The hell? Huh? This cognition is about, huh? This is bullshit! A country that children can be proud of, my ass, is completely sunken in his head. If a guy like this stands above everyone, we're seriously done for. This is beyond ridiculous. The same goes for Akechi. He should have seen this scenery as well. Yet he still aided Shido. What in the world is he thinking? Whether it be for glory or for simply a reward, my father died because of someone like this. We gotta sink Shido instead of this country. A palace with not just the center of the distortion, the entire country sunken. I can't believe there's someone with this tremendous of a desire. Be careful. This will be completely different from past palaces. We're definitely gonna take his treasure. All right! We must put an end to this by December 17th, the day before the elections. Let the infiltration begin! Time to pay him back for setting us up into a trap. Wait. If her clothes aren't changing, I guess you don't see us as a threat yet, huh? Speaking of that, should Maxi be disguising himself on the way here? Seeing someone in disguise with a bunch of kids in school uniforms would be super weird. Well, we won't have to worry about any of that once we steal the treasure. Let's do this. Wisst ihr, was es im Endeffekt auch sein könnte? Eine Arche. Eine Zuflucht. Die letzte Zuflucht. Und ja, das ist das, was Shido sieht. Die Menschen, die ihm folgen, die können überleben und der Rest, der kann zugrunde gehen. Das ist Shidos Plan. Und er folgt hier alleine nur seinem Kurs in die wahre Richtung. Egal, wie viele dafür sterben. Ein Monster, der werte Shido. So, Akechi ist jetzt immer dabei. Das heißt, it's time for my bro Yusuke, man. Genau. Die Musik rockt schon mal. Zeit reinzugehen. Und die weiter rauszufinden, wie es im Inneren aussieht. Vielleicht sind auch gar keine Menschen drin. Masashi Shido's Palace. I wonder what awaits us in. Let's go find out. It's time to begin our infiltration. It's very likely we'll end up in battles from here forward. Be on guard, everyone. Who are you? Don't think you can talk to an honored guest of Mr. Shido so casually. Wow, wow, wow.
Ein Verrückter, ein Wahnsinniger. Doch es ist auch, was Morgana gesagt hat. Ich verstehe nicht, wie sich Akechi bei all dem, dass Akechi auch ein bisschen gespielt ist, ihm anschließen konnte. Ich meine, sein einziger, was er sich wünscht, ist die komplette Zerstörung. Jock an enemy. Is attacking us with all these people around? Es ist ihm nämlich egal. Er kann nämlich alles machen. So, den Persona haben wir auch. Der ist immun gegen Feuer. Dog of Hades. Cerberus. Weak against Ice, das nehme ich doch gerne entgegen. Oder ich nehme einfach Groom Makala und hau ein bisschen drauf. Warte noch mal kurz. So, ansonsten Stärke, jo. Hau einfach drauf, oder? Oder nein, ich nehme ihn. Er repellt und Stärke, genau. Auf Wiedersehen, Hundi. Alter. Dreckshund, Mann. You think you can mess with us, the Phantom Thieves? Da träumst du davon. Ach komm, ich beende es, oder? Die Musik gegen Boss ist immer so cool, Mann. Dabei war er nur Level 36. Ah, is this some show of sorts Mr. Sheen never fails to keep his guests entertained? Indeed, that's probably good enough to be on the ship. Are all the on the winning team? What is this with these people? Why do they not feel any danger after what they witnessed? It seems they think no harm will come to them because they are here on Sheeta's ship. They're not even sensing the danger. Come on, let's make them see what the ship really is. Wie gesagt, es ist eine Arche. Eine Arche, die alle, die Shido folgen, in eine sichere, bessere Zukunft bringt. Und alle anderen in den Tod. So, wir wandern jetzt einfach mal hoch. Ja. Wähle Shido oder stirb. So könnte es im Endeffekt hier ein guter Wahlspruch von ihm lauten. So. 50. Ja, genau, Mann. Gleich mal die ersten Gegner Level 50. Aber sehr cool, dass er schon Bufu dein kann. Das ist schon echt geil, Mann. So. Ach komm. Jetzt kriege ich wegen dir... Oh. Ja, gut. Sehr schön. Talk. Let me power. Komm her, Mädel. I'm Dakini. I'm part of you. Genau. Komm her, Mädel. Ich nehm dich schon. Nicht freiwillig, aber mei, wenn es sein muss. Gut. Aber trotzdem gleich mal wieder Groom Makala ausrüsten. Groom Makala ist nämlich mein baddest Persona, Mann. Und Groom Makala werde ich niemals fusionieren, Mann. Das ist mir wurscht, Mann. Das ist mir sowas von wurscht, was das Spiel von mir will, Mann. Persona! Und da im Hintergrund hören wir seine Lügen reden. Trug und Lug, das ist das, was einen guten Politiker ausmacht, oder? So, was ist denn das? Oh, ein Wachhund. Das ist nochmal ein Cerberus. Aber wir kennen ja seine Schwäche inzwischen. Leben hat er schon echt viel. Dagegen kann man schon nichts sagen, Mann. Aber mit uns und dann noch Yusuke in der Party sollte es kein Problem sein. Oh. Ist mir wurscht, ich habe nämlich Bufu Dai mit ihm drauf. Der Baum sieht geil aus, Mann. Eisbaum und dann BAM. Ein wunderschönes Kunstwerk. It was fun.
while it lasted. Okay. Goodbye. Schöner Spruch. Und wohin? Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ah, cool, hier hoch hätte man gar nicht müssen, oder? Doch, da ist doch eine Tür. Da ist eine Tür, liebe Leute. Komm eigentlich mal diese Lautsprecher hier kaputt machen. Wenn ich mir nämlich blöde Lügenreden anhören will, dann muss ich nicht zu Shido gehen. Dann muss ich nicht in seinen Palast gehen. Dann kann ich mir auch einfach sein wirkliches Ich anschauen. Ah, I can sense the treasure presence. It's that way. Let's go, guys. Es ist echt ein ganz kurioser Dungeon, das muss man mal so sagen. Okay, dann gehen wir mal da lang. Machen noch ein bisschen kaputt. Und dann schauen wir mal. Representative Chamber. These huge doors are obviously suspicious. I wonder what's through here. There are slots to stick in something like a key card. Whoa, there's five of them. 475 people in favor. Zero against. I hear something. Since there is no one against the plan, this bill will be unanimously passed as drafted. Passed? What's going on? Was that Shiro's voice? If this truly is the representative's chamber as written, beyond here must be the main assembly hall. The what now? It's that large conference room that's usually seen on the news. Oh, that thing! Gotcha! So, what are they doing inside? Most likely a meaningless vote. One in which whatever Shido proposes will always go unopposed. So he's doing whatever he wants by keeping only his supporters in there. What do we do to get in, though? Should we find these keycards? Maybe we need some kind of qualification. One that vows to be his follower or swear loyalty. So basically, we need to prove that we're on his side. You sure move on quick. But what's this qualification thing about? Why don't we ask the guests on this ship? That thought never crossed my mind. Asking around doesn't sound like a bad idea. The guests here are the cognitive versions of them in Shido's mind. They'll know any secrets he shared. True. You have a point. That said, the ruler here is that evil Shido. Wouldn't surprise me if they did turn hostile. Right. Yeah, wouldn't they attack us? We should prepare for the worst, of course. But I think we'll at least be able to talk to them. This ship is most likely an ark loaded with those that Shido believes are worth keeping alive. It'd explain the luxury cruise ship. I doubt idiots who can't even hold a conversation would be here. We can at least gather information. It helps that everyone's wearing masks. We'll blend in even with our attire. He must believe that no one shows their true face to anyone else. Just like him. Well then, let's split up and ask around. Und was macht dann Ryuji auf dem Boot? Verstehe ich jetzt auch nicht. It looks like everyone taken off and go get our intel. There's no doubt I can sense the treasure behind this door. That's looks like we already hit the jackpot. Let's go, talk to the others. Wird wahrscheinlich trotzdem nicht so einfach werden. One of the VIPs used to belong known nobility. Yes, that must be why he can enter the sacred place. I hear he is not easily seen either. But why would someone of his stature always be by the poolside? Well, he must like it there for some reason. But I don't think it's the swimming. Oh, ho, ho. Hey. Beyond this door is the VIP area, and the main assembly hall is a sacred place. It looks like we can't get in unless she'd accept us. Gut, da führt also erstmal kein Weg rein. So. Das ist eine Map. Genau, das ist doch mal was Praktisches. So, schauen wir mal. Uha.
Oha. Oha. Ja, wird doch noch ein bisschen dauern, bis wir hier durchkommen. Makoto? My! Even Mr. O is a VIP? I just saw him at the restaurant. To think an important politician like him has been invited here. Well, support from the political world should be mean. Mental shutters are as viable as ever. Ah, I was quite envious. I wonder if there's a way I can get to know him better myself. Oh, if you wish. Hearing people speak so casually about the mental shutter business makes my head spin. But it seems as though we need certification from 5 VIPs to become a special customer. These people are willing to share anything. Perhaps it's because their faces are hidden. Haru, du gehörst doch eigentlich zu diesen, zu den oberen 5000. I'm not entirely sure how to speak to people here. I either remained silent or spoke in simple pleasantries during my father's business relations. Wunderbar. You're some kind of sadist for making me get info from a complete stranger, Joker. But I'll do it. I'm going to avenge my mom. Bin stolz auf dich, Mädel. Gehört das ein Safe Room? Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber die können wir uns holen. Und wir müssen unbedingt, wenn wir jetzt mal die Chance haben, das kann ja nicht sein, Mann, dass wir da nie die Möglichkeit dazu bekommen. Unser. Oh, jetzt kommt Ryuji, Mann, das wird sehr lustig. Das super Werkzeug hier herstellen. Oh, you have the elegance and refinement are so sorely lacking in the ordinary citizenry. My such flattery, a high class aura emanates from you as well. So noticed. Oh, most sadly. Oh, hey, these guys suddenly ignore me when I try to talk to them. Do I look that much like I don't get any money? It is cause of the scalmers or something? Nein, Ruji, das hat mehr mit deinem Charakter zu tun. Aber nun gut. Ich möchte ja nicht kritisieren. So, okay. Oh, Yusuke. So that is the president of the TV station, indeed. Mr. Shido has quite the large circle of acquaintances. It seems you have to be at least important to be considered a VIP. I'm truly envious. Why don't you play the slots with him? That might get his attention. It appears these people all want to be accepted as one of Shido's special customers. Either way, I gained some information on the VIPs we should discuss later. Gathered a good amount of info. We might want to regroup and go all over. How'd it go for all of you? Not great, but not bad either. Wow. I was able to get a bit of intel as well. We should sort through what all of us gained for now. Well, I took a look at the map we obtained earlier and found what appears to be the safe room. Right here. Oh, it's close. Perfect, let's go over the intel there. Das sollte ich hinbekommen, aber davor möchte ich noch ganz kurz was schauen. Und zwar. Okay, da geht's nach oben. Genau, das sollte man erstmal noch nicht lang gehen. Gut, wir gehen jetzt hier erstmal in den Safe Room, besprechen, was wir wissen und dann würde ich sagen, geht's weiter. This is a surprise. All the cognitive guests in this palace seem like real humans. The casino earlier looked pretty real too. But talking with these guests was a whole nother story. You have that right. This ruler's observational skills and insight are off the charts. Shido's a formidable foe. Come on, no need to freak out. I'm not freaking out. I was just thinking it'll be easier to make a plan since they can talk normally. All right. Let's put together the information we gathered. Huh. Gotcha. You're right. It seems... Please hear me out.
Listen up. You got it. It's no use. I can't keep the profiles of five people straight in my head. I can only remember about two of them. What about you, Joker? Right? I totally get you. We're up against five people. The politician Owe, a former noble, a TV station president, an IT company president, and a cleaner. We get certification from them and obtain key cards that'll serve as letters of introduction. But only go for the cleaner after the other four have been dealt with, right? Whoa, now that's impressive! You go, genius! If we can't remember the details on the VIPs, let's reconvene inside a safe room. All right, let's get this done quickly. Hey! Naja, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ich hätte jetzt schon gern weitergemacht. Aber nun gut. Wenn ihr wollt, kein Problem. So, immerhin werde ich nicht reingekickt. Wie von der guten Justine. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wird es dann weitergehen. Wir werden dann unsere Infos holen. Wieso gehe ich eigentlich hier rein? Ich weiß nicht. Einfach, weil ich Igor gerne sehe. Ich mag immer, wie er mich so böse an... Wie er mich so diabolisch anlächelt. Nun gut, Leute. Das war's schon wieder. Gut, Leute, dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Persona 5. Haut rein und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.